Billard wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Jacobo und Mike Müller. Ganz ruhig sein, weil wir sind da in Zürich. In Zürich festet man ganz ruhig. Auch an der WM. Ruhig sein. Ja. Es ist eben in Zürich so, dass in der Kartenwirtschaft dürfen sie zwar einen Fernseher aufstellen, aber sie müssen den Ton ausschalten. Lärmbelästigung. Und wenn an der WM ein Tor fällt, dann ganz lautlos jubeln. Yeah. Weil der Stadtrat wacht um auf. Ja. Der Stadtrat ist ab dem 10 im Nest. Und wenn er die Schweizer Nazi gönnt, nicht mit dem Auto rumfahren und hupen, sondern nur leicht hupen. Ja. Es ist jetzt in Zürich auch so, dass wenn die Polizei nach den Zähnen jemanden verhaften muss, dann gehen sie ganz häufig zu ihm und flüstern den Delinquent an, halt stopp, Polizei, die sind verhaftet, machen weiss ich so gut. Und wenn der wegrennt, dann fahren sie nach mit dem Polizeiauto und das macht aber nur in Zürich. Das gilt nur in Zürich. Und auf keinen Fall in Willisau, im lauten Kanton Luzern mit dem Fräulein der Kapo. Das sind typische Zürcher wieder in dem Publikum. Ja, genau. An dem hat der Stadtrat Freude. So, aber wir fangen jetzt an, glaube ich. Bevor wir anfangen, will ich noch schnell wissen, weißt du, Mike, ist der Gottschalk immer noch am Senden in Mallorca? Das ist gut möglich, aber komm, wir fangen einfach gerade an, genau. Eurovision Song Contest in Oslo. Also muss ich sagen, als ich gestern ein bisschen reingehört habe, habe ich den Zürcher Stadtrat verstanden. Ein bisschen mehr Stille wäre dort eigentlich wohltuend, muss man sagen. Andererseits ist es natürlich nicht geschickt gewesen, dass ein Schweizer Interpret so kurz nach der Bankenkrise ein Lied singt, das heisst «Es regnet Gold». Ja. Ist zwar ein cooler Typ, der Michi von der Heide, muss man sagen, oder? Aber ich hätte es ihm vorher können sagen, oder? Da gönnt einfach keiner mit abstehenden Ohren. Da gönnt nie einer mit abstehenden Ohren. Die müssen da einen nehmen, der schillt, oder? Das ist jetzt klar. Hör mal. Der Michi von der Heide hat einfach zu wenig Anrufe bekommen, zu wenig Unterstützung, auch aus der Schweiz. Aus dem Kanton Jura hat es zwei Anrufe gegeben, aber nur für Uiguristan. Ob schon Uiguristan gar nicht gesungen hat, nicht einmal der Eurovision Song Contest dehnt Europa so weit aus. Aber weißt du, ich finde eben auch, dass das ein Skandal ist, dass das Schweizer Fernsehen immer noch den Eurovision Song Contest übertreibt. Es haben sich jetzt ja viele Politiker endlich gemeldet und gesagt, wir wollen nicht mehr, dass das Schweizer Fernsehen die Sendung übertreibt, wo wir doch nie gewinnen dort, oder? Und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, wenn wir an der WM in Südafrika nicht Weltmeister werden, werden wir künftig die WM nicht mehr übertragen. Nein, kommt nicht in Frage. Wenn es zu einem dritten Weltkrieg kommt, wo ja die Schweiz hoffentlich wird neutral sein wird und wir a priori nicht gewinnen können, bin ich der Meinung, dass Schweizer Fernsehen den Krieg nicht wird übertragen. Jawohl, genau. Absolut. Ja, das, wir haben einfach keine Chance. Nein, das soll Star-TV übernehmen. Genau. Auf jeden Fall. Also. Nächstes Jahr findet ja der Song Contest in Deutschland statt. Ich schlage vor, wir fangen mit den Kandidaten einfach wieder von vorne an und schicken nächstes Jahr wieder Gunvor. Ja, es kommt ja aufs Gleiche aus, eigentlich, oder? Oder was uns vielleicht entgangen ist, wir hätten ja in diesem Jahr einen sehr guten Kandidaten gehabt. In des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen, denn die fromme Seele ahnt Gott, den Herren Vaterland. Gott im Herren Vaterland.
Bubendorf, Frankendorf ist einfach das hässlichste Ghetto. Wir könnten ja eigentlich das Fräulein da Capo schicken nächstes Jahr. Ah, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Genau, unsere Swiss Lady. Ich? Ja, Swiss Lady? Swiss Lady, ja. Ja, also weißt du, Swiss Lady wäre ja dann eigentlich das, oder? Aha, stimmt, das haben wir ja schon mal gehabt. Super, super. Ist das so ein bisschen Willisauer Volksmusik? Oder ist das, Nein, das ist eben so Eurovision. Aber eben haben wir schon gehabt, stimmt. Ja. Ich könnte sonst aber eine Willisauer Jazz-Festival-Version natürlich machen. Ah, super, Free Jazz. Ist gut, es ist okay. Free Jazz. Ja, okay, es langt. Es ist gut, ja. Okay. Super gewesen, danke. Fräulein da Capo, Free Jazz. Also wir haben ja nicht nur Misserfolg gehabt, wir Schweizer in Oslo, sondern auch in Shanghai an der Weltausstellung ist ja das Schweizer Sesseli-Bändli in unserem Pavillon, im Schweizer Pavillon, defekt gewesen und ist stillgestanden. Also das ist im Grunde genommen von diesem Sesseli-Band ein Grounding? Sagt man Grounding bei einer Sesseli-Band? Nein, dort sagst du Hanging. Ah, genau. Sie haben es hängen gehabt. Und das war natürlich furchtbar für die Leute, die da reingeguckt sind. Oder sie sind stundenlang nicht runtergekommen. Oder? Das war so. Das war hart für die. Wie hat man die sollen retten, oder? Ja, das ist auch eine saublöde Höhe, oder? Ja. Die Leiter sind zu hoch und für ein Drittel ist es aber noch wieder zu wenig. Also. Ja, aber. Heavy. Also, defekt ist ja eigentlich nicht das Sesseli, sondern das Seil. Und das ist ja offenbar von den Chinesen produziert worden, oder? Also, die Seilbahnrolle, sie hat die Frühlingsrolle genommen oder irgendetwas so. Ich weiß nicht, aus was das Seil war. Wahrscheinlich irgendwie aus der Kralle von einer aussterbenden Tierart oder irgendwie so. Mindestens. Aber wenn man schon ein Schweizer Qualitätsprodukt dort abschickt und sich dann lächerlich macht, hätte man gerade so gut den Pendolino abschicken können, oder? Wer es gleich rauskommt. Aber dass jetzt die Schweiz überall so schlecht abschneidet im Ausland, das setzt natürlich jetzt unsere Schweizer Nazi ziemlich unter Druck, oder? Man hat denen gesagt, wenn ihr kein gutes Resultat machen dort unten, dann kommen wir so zurück, wie auch die Afrikaner zu uns in die Schweiz kommen, also zu Fuß durch die Sahara. Nachher auf einem alten Gummiboot über auf Lampedusa. Und dort entscheidet dann der Berlusconi, ob sie noch ein bisschen Orangen pflücken können oder zurück müssen zum Gaddafi. Ja, das ist er. Das ist ein Druck. Das ist ein Druck. Aber ich frage dann, Mike, wie kommen denn eigentlich die Hooligans zurück? Wie kommen die zurück? Ja, die gehen gar nicht auf Südafrika, die können sich das nicht leisten. Die bleiben da. Ah, also die können sich die Flüge nicht leisten? Nein, das ist die Süd. Müssen weiterhin hier Eisenbahn fahren? Ja. Ja, und da werden sie natürlich unsere Eisenbahn wieder ein bisschen neu gestalten. Es hat übrigens aber jetzt Bestrebungen gegeben, vor allem vom Bund aus, wo das Problem der Hooligans in der Eisenbahn lösen will. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen vom Bundesrat zum Kickoff der Aktion SBB AD. Zum Verhindern, dass Fußballfans Extrazüge von der SBB zerstören und so Kosten in Millionenhöhe verursachen, möchte der Bundesrat den Hooligan-Verkehr von der Schiene auf die Straße verlagern. Als Anreiz für den Umstieg haben wir unter den Hooligans in unserer Datenbank ein Auto verlost. Ich freue mich, Ihnen heute unseren Gewinner präsentieren zu dürfen. Es ist das der Max F. Meister! Grüezi, Meister! Ja, Herr F. Zug sind Chassen! Viel Spass mit dem neuen Extra-Auto von der SBB und gute Fahrt. Der Bundesrat ist zuversichtlich und überzeugt, dass die SBB so
das Vandalismusproblem wird in den Griff bekommen. Natürlich muss sich der Hooligan zuerst an den Gedanken gewöhnen, dass das neue Verkehrsmittel sein eigener Privatbesitz ist. Ein erster Schritt in dem komplexen Bewusstwerdungsprozess ist es, dass der Hooligan das Interieur nach seinem eigenen Geschmack einrichtet. Das Ziel dieser Aktion ist der mündige Hooligan. Goddammit, schau mal mein Auto an! Wer zahlt den Huren Vandalismus? Wenn Sie jetzt nicht sofort aufhören zu filmen, seht ihr das Gesicht bald aus Ihrem Auto da. Ja, aber das Hauptthema in der Innenpolitik der Schweiz war auch in der letzten Woche wieder der Staatsvertrag. Respektive die Meinungsänderung der SVP. Also, wie ist jetzt eigentlich im Moment gerade die Position der SVP? Sind Sie im Moment gerade dafür oder dagegen oder schon wieder dafür und dagegen? Das kannst du so jetzt einfach nicht sagen. Das kann natürlich während so einer 40-minütigen Sendung wie bei uns, kann das mehrmals hin und her schlagen. Wir werden sie aber natürlich ständig auf dem Laufenden halten, wie jetzt die Position im Moment gerade aussieht. Ja, also das Schöne daran ist ja, an diesem Zickzackkurs ist ja, dass sich jetzt die bürgerlichen Parteien wieder zu einer, also der Bürgerblock ist wieder entstanden, oder? Also die SVP macht den gleichen Zickzackkurs wie die FDP miteinander. Das ist das Schöne, dass sie eine gleiche Linie gefunden haben. Sagt ja, der Christoph Blocher hat sich eigentlich mit dem Entscheid beworben als neuer FDP-Präsident. Ja. Wir reden auch schon von der schleichenden Pellisierung der grossen Parteien. Ja, und die SVP hat natürlich gemerkt, sie muss wegen dem Zickzackkurs ihr Logo ein bisschen ändern. Oder? Also zum Beispiel das Fähnchen allein, das tut es jetzt nicht mehr. Da müsste man sich... Ja. Der Christoph Blocher hat ja gesagt, er entscheidet ja oder nein zu diesem Staatsvertrag. Das sei wie ein Entscheid zwischen Cholera und Pest. Bei einem Ohr hat er gesagt, zwischen Schlumpf und Widmer. Ja, natürlich. Aber hey, komm, wir können mal ein bisschen wegkommen, wieder ein bisschen zu einem schöneren Thema, oder? Zum Beispiel ein bisschen Kunst. Es ist zum Beispiel heute Abend eine Künstlerin und ihren Mann da bei uns. Und eine Künstlerin, eigentlich ist sie ja früher klassische Musikerin gewesen, eine Cellistin, sehr bekannt. Die hat die berühmten Orchester mitgespielt, zum Beispiel im London Philharmonic Orchestra. Sie hat dort sehr tolle Konzerte gegeben. Sie hat dann aber bei sich selber ihr komisches Talent entdeckt. Und seit dieser Zeit spielt sie zwar immer noch Cello, aber macht damit auch Komik. Und begleitet wird sie von ihrem Mann. Begrüßen Sie bitte Carrington Brown. Dankeschön, guten Abend, grüezi miteinander. Ich bin Rebecca und ich bin hier mit meinem Cello Joe. Und ja, ich komme aus England und als ich jünger war, ich habe klassische Musik studiert und gelernt und ich liebe klassische Musik, aber ich wollte auch singen. Und ich wollte immer wie ein Schaf singen. Also gingen wir nach unserer sehr netten freundlichen Nachbarn Frankreich. Indische Musik auch spielen und so. Ich war in Indien und sie haben gesagt, ich muss eine Vorspielen für Bollywood machen. So, ich habe eine Vorspielen gemacht, aber es war ein bisschen kompliziert. Ich konnte nicht nur eine Frau sein, ich müsste auch ein Mann spielen. Nee.
Aber ich wollte auch Folkmusik mit Joe spielen und singen. So gingen wir in ein Land mit viel Folkmusik. Die Leute dort sprechen Englisch, die Leute dort lieben Engländer. Und es scheint immer die Sonne. Schottland. Aber ich war in Schottland und sie haben gesagt, ich kann nicht schottische Musik mit meinem Cello machen, ich muss Dudelsack spielen. Aber ich habe gesagt, aber ich kann Dudelsack spielen. Ich bin einfach ein Sack und er ist mein Düdel. Sehr gut, Colin. Ja, ich sehe, du hast Dudelsack da, aber kannst du Dudelsack spielen? Scheiße. Carrington Brown, wenn Sie live sehen und hören, können Sie das morgen und übermorgen im Millers Studio in Zürich. So, und jetzt kommen wir zu der elenden Erdölkatastrophe im Golf von Mexiko. Operation Topkill ist misslungen. Topkill ist auch ein Name, der ein bisschen verharmlosend tönt, oder? Das tönt ein bisschen wie ein Muckenmittel oder irgendwie so. Aber man hat eben herausgefunden, dass die wahrhaft arme Scheiben, die wahrhaft Geschädigten sind die Aktionäre. Absolut. Die wollen jetzt BP verklagen. Nicht? Ja. Die haben also in eine Ölfirma investiert, die armen Aktionäre. Und jetzt ist das eigentlich eine erfolglose Zementmischbude, die es nicht auf einen grünen Zweig bringt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das denen geht, den Aktionären. Oder? Die muss man jetzt mit Care-Team betreuen, die Aktionäre. Oder? Die haben mal gedacht, ich habe eine Aktie gekauft von einer Benzinfirma, die Preise nicht mehr erhöht und über Konsumenten überwälzt, oder? Und jetzt müssen sie plötzlich dann irgendwann grosse Entschädigungszahlungen leisten. Also gut, also, ich mache das auch, wenn ich in ein Spielcasino go Roulette spiele, setze ich immer auf gerade Zahlen. Und wenn dort also immer ungerade kommen, dann verklage ich das Spielcasino. Ja, wo bleibt der Rechtsstaat? Bitte sehr. Natürlich, klar. Also als Aktionär hast du es also schwierig. Hast es schwierig. Und das sind wirklich die armen Leute und denken ein bisschen an die. Es sind die Aktionäre und nicht die Bewohner von der Küste. Ja. Das ist wieder von den USA. Jetzt kommen wir aber weg mit dem, von dem depressiven Thema. Ich habe auch die Bilder nicht mehr gesehen, die grauenhaften. Aber wir kommen zu einem Thema in eigener Sache. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, ich habe vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu oft Bemerkungen gemacht über Mike, seine
sein Ranzen, oder? Und ich habe gemerkt, dass ich die wahren Gründe, was da dahinter steckt, also nicht jetzt körperlich meine dahinter steckt, aber was wirklich dahinter steckt in dem Essverhalten von Mike, das habe ich nicht realisiert, bis wir erst vor kurzem eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht haben. Das ist das Büro von Mike Müller. Er sitzt gerade an seinem Arbeitsplatz. Das ist eine gute Gelegenheit, um ihm eine kleine Kamera und einen Sender zu verpassen, weil wir wollen ja seine Ernährungsgewohnheiten im Alltag erforschen und dokumentieren. Dazu muss ich ihn natürlich kurz narkotisieren. Das mache ich hier mit dem Blasrohr und der Betäubungsspritze. Mike ist jetzt narkotisiert. Wir haben ihm jetzt da den Sender und die Kamera montiert. Und ich tue jetzt die aktivieren. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir ihm ein Gegenmittel geben, damit er wieder aufwacht. Die Aufnahmen von Mike sind für Sie vielleicht ein bisschen irritierend, aber als Regisseur muss ich sagen, dass der Mike gerade wegen seinem Fressverhalten extrem gut zu führen ist. Da ist er ein bisschen wie ein Dressurpferd, das alles gegen Belohnung macht. Sie müssen mal aufpassen. Mike, wer redet Hans-Peter Burri? Papi-Chips. Und wie sagt einmal der Mergin Muzaffer? Ja, du musst mir ein Bombchips geben, sonst kommst du zurück auf Winterthur, woher kommst du? Und wie macht der Toni Brunner? Sie sehen, er ist extrem lustgestört. Moment, nicht alles aufs Mal, Mike, ja? Ich bin übrigens Victor. Sabina Schneeberli hat heute Morgen angeguckt. Was? Sie lässt ihn ausrichten, falls du heute oben mit einer Wölkisch ausgehst, sollst du bitte sofort zurückrufen. Ja, aber das sagst du mir jetzt und sie hat heute Morgen angerufen. Ich muss sofort anrufen. Ich habe mein Handy nicht da. Hast du mir schon dein Handy bitte schnell? Mhm. Doch. Wie macht der Roger Schawinski? Who cares? Lustgesteuert. So, was war noch? Es ist eine neue Idee, die präsentiert wurde in der letzten Woche. Und zwar soll ein Erlebnispark geschaffen werden, wo Nichtbehinderte hingehen können, um sich dort wie Behinderte fühlen. Also eine Art eben ein Streichelzoo ist das genannt worden für Behinderte. Also es ist ja gut, ich wollte sowieso mal so einen Behinderten von der Nähe anschauen, richtig anschauen. Das kann man dann dort wahrscheinlich, oder? Nein, das ist eben, dass sich Nichtbehinderte mal in die Lage von einem Behinderten versetzen. Die haben zum Beispiel einen riesigen Parkplatz dort, da fährst du hin als Behindertenparkplatz. Aha, und da kannst du parkieren, ja, wo du willst. Super. Ja, super, dass man das einmal erlebt. Das finde ich toll, so eine Idee. Und dann, wie ist das? Dann kommt man dann dort hin und dann hat es einen Raum und dann kommt man als Behinderte, als falsche Behinderte hin, dann kommt ein Sozialdetektiv, der einen verhaftet, oder? Und dann im nächsten Raum begegnet man einem SVP-Mitglied, der einem als Sozialschmarotzer beschimpft.
Das erlebt man dann alles mal selber, oder? Es ist für alles gesorgt. Es hat auch einen Game-Corner, wo man ein so Spielautomaten spielen kann. Was hat es denn dort? Einarmige Banditen. Und das Ganze ist in einem ehemaligen Kloster. Und im Vorstand der Klosterinstitution sitzt der Nationalrat Pius Segmüller. Ah, ehemaliger Kommandant der Schweizer Garde. Genau. Ja, ja. Und sehr streng katholisch. Aber ich meine, sagen nicht Katholiken, dass alles Gottes Willen ist? Also, Behinderten auch, wären dann eigentlich auch Gottes Willen? Also, das kannst du jetzt nicht so sehen. Ja. Natürlich hat der Jesus hat natürlich in seiner Zeit jemanden Behinderte geheilt, aber... Ja, wieso macht er das nicht heute? Er kann doch das. Ja, der hat auch Stress! Also, der kann nicht überall sein und jetzt die Behinderten gesund machen. Also das heisst, das ganze Projekt das kostet 22 Millionen, damit Nicht-Behinderte so tun können, wie wenn sie behindert wären. Würde man nicht gescheiter die 22 Millionen den Behinderten geben, damit sie sich unter den Nicht-Behinderten bewegen können? Mit denen kann man einfach über so Themen nicht normal diskutieren. Weiter. In Zürich leidet das Opernhaus unglaublich. Eben leiden, da könnte doch Jesus auch mal etwas dagegen machen, oder nicht? Es geht jetzt nicht um einen Jesus, es geht jetzt um einen Pereira. Also, das Opernhaus leidet unter einem Baulärm, also ausgerechnet vor deren ihrer Hütte ist eine riesige Baustelle, die wahnsinnig laut ist. Ja, das ist ja verrückt, das bauen sie dort. Also die Stadt baut dort ein Parkhaus, damit unter anderem Besucher vom Opernhaus ihre Karre dort abstellen können. Und jetzt, wenn die jetzt ist das keiber laut. Aber wieso tut man denn die nicht an ein ruhiges Ort an? Ich meine, man könnte doch das ganze Opernhaus aus dem lärmigen Zürich rausnehmen und sie ins Obergoms zum Beispiel stellen. Oder? Meinst du eigentlich, der Kanton Wallis sei so blöd wie der Kanton Zürich, der 80% von seiner Kulturausgaben, also 70 Millionen pro Jahr, in eine Institution reinbuttert? Ja, die Walliser gehen vendo, nicht in die Oper. Ja, okay. Aber ist denn das, ich meine, so eine Baustelle ist doch auch eine Chance. Also zum Beispiel für so einen Sänger im Opernhaus, oder? Wenn der jetzt zum Beispiel aussen dran so einen ist an der Pressluftbohrer, ist doch das sehr gut für sein Vibrato. Oder nicht? Weißt du? Du, Benno, hast du schon mal so eine Oper gesehen? Ja, ja, auf Drüsab kannst du mal so etwas zeigen. So einen Hintergrundsding. Das ist interessant. Nein, ich meine natürlich echt live. Also, wenn dir da mal etwas Gutes im Programm haben, dann. Zum Beispiel die Eider von dem Verdi müssen noch gut sein. Habe ich auch gehört. Und weißt du, das Orchester, die spielt ja das Zeug 1:1. Ja. Da müsst ihr einen wahnsinnig lang schulen, bis er in den Graben runter darf. Hast du gewusst, dass ein Dirigent während so einer Oper gleich viel Kalorien verbraucht wie ein Forstarbeiter beim Roden von 2,5 Hektar Mischwald? Und die Lärmbelastung gerade beim Orchester zu, sei also mit einer 2-Takt-80er-Motor. Sage ich vergleichbar. Und trotz dem Pegel kann dir also noch jede Opernsängerin wie zum Beispiel die Montserrat Caballero noch eine draufsetzen. Ja, und wenn sich dann die mal noch immer noch draufsetzt. Aber weißt du, wenn jetzt da mal Gewerbepolizei eine unangekündigte Kontrolle macht, könnt ihr den Laden gerade zumachen. Ja, woher? Weißt du, wer dort hinten alles verkehrt? Ja, natürlich, der Herr Operdirektor mit seiner Südamerikanerin. Nein, jetzt mal im Ernst. Meinst du, wenn die oberen 10.000 Neumen ein- und ausgehen, würde die Gewerbepolizei intervenieren? Aber bei den Uschi haben sie dann die Tübli-Bar wegen einer Lappalie geschlossen. Ja. Ah, nur, weil sie jetzt unbeabsichtigt mit der Abluft den Kinderort nebendran geheizt haben. Ökologisch sinnvoll. Ja, aber wenn da ihnen ein Chor und Montserrat singen, also voll auftreten, weißt du, was haben die für einen CO2-Ausstoß? Ja. Nach dem ersten Akt meckeln jetzt da innen wie im Tübli nach dem Schnitzelplausch. Dann gehen wir gescheiden direkt zur Dusche. Ja, dort ist es auch ruhiger. So, und wir kommen jetzt zu unserem ersten Gesprächsgast. Es freut uns besonders, dass er heute da zu uns kommt. Es ist ein Berufskollege von uns. Er war schon mal da bei uns, hat hier ein kleines Problem gehabt mit seiner Gesundheit. Und wir haben hier abgemacht, dass er noch mal zu uns kommt. Recht herzlich willkommen, unseren lieben Kollegen René Rindlisbacher.
noch nicht. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Ist das letzte Mal ein bisschen unglücklich gelaufen für dich? Geht es gut? Geht es wieder besser? Ja, mir geht es hervorragend. Ich bin super. Wirklich gut zu Weg. Ja. Ja. Du hast ja eine Tournee abgeschlossen, erst kürzlich mit Edelmeiss, gell? Jawohl. Jetzt gibt es etwas Neues zu machen, glaubt dann in dem Sommer. Ja. Ja. Nächsten Sonntag unsere Helden da auf dem Sender. Das jawohl. Ist, glaube ich, geht um Sport, um die WM. Dort ist natürlich gut, wenn man dann sieht, dass du wieder auf dem Damm bist. Das genau. Freut mich auch für dich. Ja, ja, und mit eurer Sendung Edelmeiss läutet ihr auch wieder los, oder? Ja. An unserem Sendeplatz? Jawohl, gerade also nach euch. Wir benutzen euch als Vorgruppe. Ja, super. Ist dir wirklich... Nur ganz ehrlich, sorry. Jetzt deine Pläne, du musst ja eigentlich gesund sein, um überhaupt deine Arbeit können erledigen, oder? Ja. Mhm. Ja. Darum freut es uns wirklich, dass du wieder auf dem Damm bist. Ja, klar. Oh, ja, ja. Ah, jetzt ist es wieder gut. Ja, okay. Ist wirklich okay. Ja. Yeah. Okay. Du musst das selber machen. Gut. Ja, zwischen dir. Oh. Sonst Plan. Hast du mein Medikament? Nein. Nein. Darf ich schnell? Brauchst du das Medikament? Ja, kannst du noch schnell holen. Okay. kann man das bitte schnell wegräumen hinten? Ja gut, komm, wir machen doch mal Kaffee. Ja. Kaffee. Ja, ein Kaffee machen wir. Eine schöne Meldung hat uns in der letzten Woche aus Bern erreicht. Erich Hess, er ist Grossrat und Stadtrat aus dem Raum Bern. Er hat gefordert, dass man in der Schule auf alle Kopfbedeckungen müsse verzichten. Ihr erinnert euch, der Erich Hess hat ja schon mal Schlagzeilen gemacht, indem er alkoholisiert mit dem Auto von seinem Fraktionskollegen einen Unfall gebaut hat, also ein bisschen gekäppelt war. Da ist natürlich klar, dass so einer dann gegen Kopfbedeckungen ist. Man schaut vielleicht gerade schnell, da sieht man übrigens ein Foto von seinem Kollegen und ihm. Das ist allerdings ein bisschen ein fremdländisches Foto. Ist gleich. Es sind zwei flotte Posten. Ja. Lass der Erich Hess will ja ein Verzicht von dieser Kopfbedeckung, weil er sagt, wir müssen die schweizerischen Werte und Traditionen können wahren. Vermutlich hat das mit dem Hut vom Gessler etwas zu tun. Ja, das Trauma, das der bernischen SVP bis heute anhand, wo sie ein leiden, sind eigentlich arme sicher. Ja, und alle ein bisschen käppelt. Also, es hat jetzt heissen, es gibt Ausnahmen. Oder? Zum Beispiel beim Turnunterricht gibt es Situationen nachher beim Duschen, wo ein Hut erlaubt ist, aber wirklich nur dort schnell. Und die Frage ist aber jetzt, was passiert mit dem Schulstoff? Oder darf zum Beispiel in so einer Schule das Märchen vom Rotkäppli noch verzählt werden? Ja. Überhaupt, oder? Es gibt auch Ausnahmen für die Atheisten, die dürfen also beim Schwimmunterricht Backkappen abhalten. Ja. Man muss sagen, dass die Schüler, wenn sie in die Schule kommen, müssen eine Kopfbedeckung abgeben. Das ist eigentlich nur der erste Schritt. Das ist sinnvoll. Der zweite Schritt ist dann, dass sie, wenn sie in die Schule kommen, auch die Waffen abgeben müssen. Wir haben bereits einen Gast verbraucht, aber wir haben natürlich noch mal einen auf Lager. Das ist ganz klar. Nämlich unseren heutigen, wirklich offiziellen Gesprächsgast. Sie kennen ihn. Er ist einer der profiliertesten Politiker, der sehr deutlich immer sagt, was er findet. Er ist SVP-Nationalrat aus Eglisau, Kanton Zürich. Und er ist Geschäftsführer von der Auns. Herzlich willkommen bei uns, Hans Fehr. Herzlich willkommen bei uns. Ich finde das enorm aufgeschlossen von Ihnen, dass Sie zu uns kommen, obwohl wir so einen Euro-Tour, der jetzt dann einen neuen, als neuen Chef haben. Also
In diesem Jahr sind wir ja noch voll gegen die EU. Das, wir müssen ja erst im Januar dafür sein. Nein, das ist sehr liberal von Ihnen. Das finde ich super. Können Sie uns gerade zum Anfang an sagen, wie die SVP in dieser Minute gerade steht bezüglich Staatsvertrag? Schauen Sie, ich verstehe eigentlich die Besorgnis und die SVP gar nicht. Die ganze Zeit sagt man, was wir für Steuerungen sagen. Knallhart auf der Linie. Knallhart auf der Linie. Und jetzt sind wir einmal flexibel. Jetzt ist es auch wieder nicht recht. Also, aber was Sie gesagt haben, wegen dem, ja, wie es gelaufen ist da mit dem Euro-Turbo, da sind wir uns ganz, ganz nahe gewesen. Ich habe gemerkt, wie Sie unglaublich frustriert sind. Und ich kann Ihnen das sehr gut nachfühlen. Weil ich nicht gewählt worden bin. Genau. Sie haben sich können nachfühlen wegen Christoph Blocher, oder? Das Genius ist nicht gewählt. Ja, genau. Sie haben gesagt Genius und dann ja genau und ich habe vorher Christoph Blocher gesagt. Also wir verstehen uns fängschaurig gut jetzt. Wir sind uns auf eine wundersame Art nahe. Ich bitte das ins Protokoll zu nehmen. Das ist bereits drin. Ja. Das hat er mir schon vorher genau. Nein, Herr Fehr, Sie sind ja wirklich einer der profilierten SVPler. Also man kann sagen, ein bisschen rechts aus. Oder? Von der SVP. Auch selbst in der SVP rechts raus sein, ist ja eine Leistung. Also, ja, muss man anerkennen. Oder? Und rein jetzt von uns, Sie sehen ja so gemütlich aus. Sie sehen gar nicht aus wie ein Hardliner. Ich habe gar nicht gemütlich ausgesehen. Bewahre mich gegen das. Aber Sie sehen, aber ein bisschen aus wie der Hausi Lüttenegger. Ein bisschen. Und da komme ich so ein heimeliges Gefühl über, oder? Danke. Ich kann leider im Hause Leute nicht seine Millionen nicht, aber man könnte darüber reden, oder? Die haben auch keine Wille auf Gran Canaria. Aber er ist ein echter Thurgauer und ein sympathischer Mensch. Nein, wie ist das? Sie sind ja so ein bisschen, Sie haben ja immer ein bisschen Bedenken von allem, was ein bisschen vom Ausland kommt, oder? Fühlen Sie sich immer ein bisschen bedroht? Sie sind, glaube ich, früher beim James Schwarzenbach schon gewesen, zum Republikaner? Nein, das war ein Schlüer. Ah, genau. Ja, ah, stimmt, das ist der mit der roten ohne rote Haare. Was haben denn Sie für eine Vergangenheit? Sie haben doch auch eine. Ich habe eine sehr gute Vergangenheit. Ich war immer in der SVP. Ich war mal Lehrer. Ja. Bin in Bergamirchel aufgewachsen, in einem Bauerndorf. Wunderschön. Und dort in die Schule gegangen mit dem Patrick Frey, den Sie eigentlich sollte kennen. Wir haben uns sogar Steinschlachten geliefert. Und so weiter. Vertragen uns heute aber eigentlich wieder gut. Ah, super, das haben wir nicht gewusst von Patrick. Waschen wir ihm aber die Kappe, wenn wir ihn sehen. Aber gut. Der Patrick ist ja jetzt anders rausgekommen also, als dir. Ja. Aber es sind beides. Sie sind ja nicht so angstirnig denken, Herr Müller. Es müssen nicht alle immer gleich rauskommen, sonst wäre die Welt furchtbar arm. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ich meine, von euch, von der Ounce aus, hat man ja wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeiten. Habe ich ja heute erfahren. Also, dass der Herr Illi vom Islamischen Zentralrat ist ja früher offenbar 4 Jahre Mitglied gewesen von der Ounce. Jetzt haben Sie mich grauen Haft verwünscht. He? Die haben aber recht. Sie haben recht. Ich habe das heute auch gelesen. Es war 4 Jahre lang Mitglied. Stimmt. Offenbar, ja. Ich konnte es noch nicht überprüfen. Aber wissen Sie, was wir machen mit Fanatikern? Wir gehen sie raus, wenn sie nicht selber gehen. Ja, zum Bundesrat SRG wählt sie zum Generaldirektor, Fanatiker. Aber mindestens. Ja, gut. Also fanatisch, ich weiss nicht, der Herr Döweg, fanatisch. Wieso sind er eigentlich so wahnsinnig begehrt darauf? Muss dann ein SRG-Generaldirektor von innen aus gegen die EU sein? Wäre das eine Bedingung? Nein, er sollte ein paar Eigenschaften haben, die man am Anfang hatte. Führungserfahrung. Er muss unternehmerisch können führen. Er muss Erfahrung haben. Und dann hat man einfach, und das haben ja Sie auch empfunden, ich habe Sie ja gesehen, frustriert Sie sind, oder? Hat das Profil, das Anforderungsprofil geändert auf Publizist. Und ich finde das, ich würde sagen, ein Skandal, hat er es auch gesagt. Aber wissen Sie, wie die FDP dann würde sagen? Wenn sie ganz weit geht. Bellisierung. Nein, sie würde sagen, das sei suboptimal. Das ist das Höchste, was sie sagt. Wie würden Sie sagen? Schweinerei. Skandal. Aber also, der Skandal ist also, dass wenn ein Publizist Chef wird vom grössten Medienbetrieb, was müsste dann sein, Gärtner? Nein,
Er muss unparteiisch sein, über den Parteien stehen, wie da uns übrigens auch. Wir sind eine überparteiische Organisation. Also. Super Pointe! Ich ernenne hiermit den Herr Viktor Giacobbo und den Herr Müller zu Ehrenmitgliedern der überparteilichen AUNS. Oh, zum Glück haben wir Sommerpause. Wo die Fanatiker rausgehen. Nein, also gut, bei euch hat es also gar keine Fanatiker mehr, seit jetzt der Herr Illi draußen ist. Aber gibt es hat auch keinen Freundenhasser. Es hat auch keinen Freundenhasser bei uns. Nein. Schauen Sie, im Gegenteil. Ich fühle mich zum Teil unverstanden. Oder? Das kann ich mir vorstellen. Man sagt, die SVP sei, ja, was ist die SVP? Sie haben Kehrtwende gemacht bei der Frage des USA-Vertrags. Also Stimmt überhaupt nicht. Wir sind sauber auf der Linie und sagen nein, unter zwei Bedingungen. Nur ein dummer Mensch, sagen Sie doch einmal. Herr Müller auch. Nur ein dummer Mensch tut nie eine neue Standortbestimmung vornehmen und wenn neue Fakten da sind, sich anpassen. Ja. Also beispielsweise, wir stellen fest in dem Parlament, jetzt muss ich schnell einen Schluck haben. Ja, das ist gut, darf ich zwischendurch eine Frage stellen, wenn Sie am Trinken sind. Aber ich muss jetzt sagen, wir stellen fest, im Parlament geht der himmeltraurige Vertrag leider durch. Es gibt eine Mehrheit, können Sie machen, was Sie wollen. Ja. Und jetzt müssen Sie wählen zwischen einem Vertrag mit einem schweren Nachteil oder einem Vertrag, Herr Müller, mit drei schweren Nachteilen. Das machen die Solothurner nie. Also das dürfen Sie nicht sagen, dass er drei schwere Nachteile hat. Habe ich nicht gesagt. Das ist auf den Markt geschossen. Sie können das vergleichen, mit, wenn Sie einen Zwangsheirat machen müssen. Sie müssen jemanden heiraten, ob Sie wollen oder nicht. So ist es mit dem Vertrag, weil dem wird zugestimmt. Ehrlich? Sie müssen jemanden heiraten. Jetzt können Sie wählen zwischen jemandem, der einen schweren Charakterfehler hat, oder drei schwere Charakterfehler. Wer von uns ist jetzt das? Und jetzt wähle ich natürlich, und das möchte ich auch, Person wählen mit einem schweren Charakterfehler und den nachher austreiben. Aber Herr Fehr, das ist ein sauguter Vergleich. Ja, ja, saugut. Ja, saugut. Aber fürs Protokoll. Ja, was mich, also. Aber was mich stört, ist, muss ich jetzt ihn heiraten, weil er einen schweren Charakterfehler hat? Nein. Ist das... Wenn Sie ein guter Mensch sind, einer, der wirklich sozial ist, dann heiratet Sie trotz drei schweren Charakterfehler. Das wäre eine grosse Sache. Super. Also darauf können wir uns einigen. Aber erst nach der Sommerpause. Ja, ja, ja. Weißt du, dein Brautkleid, weißt du, wie viel kostet das? Ja, ist doch was. Wissen, dass Sie jetzt alles auf die Ebene ringen, Herr Fehr? Ich denke, ich muss mich immer mehr verteidigen. Ich werde nicht verstanden. Langsam müssen Sie mir jetzt ein Care-Team schicken, wenn das so weitergeht. Ein Care-Team, ja genau. Das würden die nicht akzeptieren. Aber ich muss Ihnen sagen, ich war letzte in Salzburg, wenn ich das nicht sagen darf. Sicher? Im Ausland. In der EU. Ja, aber mit der Frau. Aber dann haben Sie sich Kinder verlassen vorher, oder? Ja, jawohl. Gegen Masern und so weiter. Ja, und Tollwut und alles. Ja, ZC-Flüge. Und dann sind wir im Park gewesen, in einem wunderschönen Park. Und dann im Schlosspark, im Marillenpark. Ja. Und dann nachher gehe ich, hat es dort eine Gruppe, die haben ja so Schirmuhe und dann laufen die Leute hinten an, die Ausländer. Ja. Ganz viel, oder? Touristen. Oh. Und dann stehe ich zu dieser Gruppe her. Sind Sie bedroht worden? Stehe ich zu dieser Gruppe her und höre zu, was die Frau sagt über den Park, oder? Und dann nachher hat sie gesagt, Sie, der Herr, gehören Sie zu meiner Gruppe? Und dann sage ich, nein, ich höre nicht zu Ihrer Gruppe, aber ich höre zu. Habe ich gesagt auf Zürich Deutsch. Ich höre zu. Also ich sagte, ich muss Sie bitten, meine Gruppe zu verlassen. Und verlassen Sie bitte auch den Rasen, das ist nämlich verboten. Aber Sie können sich frei bewegen in der ganzen Anlage. Ehrlich? Jetzt müssen Sie sagen, und ich bin unter Druck. Aber Herr Fehr, jetzt haben Sie mal erfahren, wie das ist nicht für verstanden. Ausländer, wenn Sie zu den Hause kommen, oder? Ja. Ich fühle mich unverstanden. Aber ich habe auch schon so Geschichten gehört aus der EU. Herr Fehr, Sie sind ja auch noch ein sehr kulturell interessierter Mensch. Wir wollen jetzt nicht nur über Politik reden. Ich habe gehört, eine von Ihren Hobbys sind Gedicht rezitieren. Ja. Und da können Sie ganz viel Gedicht auswendig.
Also wenn Sie Zeit haben, bis am Morgen um 3 Uhr. Nein, eins Krisis. Was für ein Dichter, der Ihnen nervig ist oder viel sagt? Oder was ist das? Welcher von Bergamo? Also nicht Christoph Locher. Nicht Christoph Locher. Ein anderer Dichter. Er lebt zu Herliberg. Und schaut fürs Land. Nein, wir machen Kultur. Zum Abschluss ein schönes Gedicht. Also wir nehmen den Rainer Maria Rilke. Warum? Ich habe gesagt, ich bin in Bergamo-Irchel aufgewachsen. Und er war der, ein halbes Jahr, 1920, 21. Und hat möglicherweise das Gedicht, das ich jetzt sage, Herbsttag. Ja. Hat er dort möglich geschrieben? Mensch, das ist, also Sie nehmen den Rilke, weil er dort aufgewachsen ist, wo Sie auch aufgewachsen sind? Nein, weil er wahrscheinlich, weil er dort ein halbes Jahr gelebt hat. Der hat immer verstanden, sich mit Schlossherrinnen gut zu stellen. Wenn ich in Schlösser aufgewachsen wäre oder gelebt hätte wie der Rilke, wäre ich auch ein anderer Mensch. Dann haben Sie ja Glück, dass nicht Rudi Gerster in der Nähe aufgewachsen ist. Zum Beispiel. Sehr richtig. Sonst müssen Sie jetzt Rudi Gerster rezitieren. Aber mit dem noch ein schönes Gedicht zum Abschluss. Und weil es entsetzlich ist, dass die Sendung erst im Herbst wiederkommt, mache ich den Bogen Herbsttag Rainer Maria Rilke. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Legt einen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lasst die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Hans Fehr rezitiert Rainer Maria Rilke. Also, ich kriege ganz ein anderes Bild von der SVP. Vielen Dank. Wir sind aber nicht ein anderes Bild von der SVP. Nein, aber das war ein anderes. Jedenfalls, wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung. Wir kommen noch zum Ausblick auf den nächsten Sommer, weil wir ja eine kleine Pause machen, oder? Ich kann Ihnen sagen, am Ende des Sommers wird das Fräulein der Capo kein Buch mehr haben, aber der Mike immer noch. Der Stadtrat von Zürich beschließt diesen Sommer aus Lärmschutzgründen, die Street Parade ins Albis Gütli zu verlegen. Und ein kleines Schlusswort haben wir noch von Emda. Guten Abend miteinander, hui, Hans-Peter. Fertig. Das war es. Wir sehen uns wieder am 3. Oktober. Bis dann, habt einen schönen Sommer. Danke vielmals an Hans Fehr. Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar.